Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures Lieblingsspiel- und Spaß-Podcasts abseits der Straße, sprich alles, was den Trail berührt oder wir dorthin verführen, hat bei uns Platz. Wenn ihr uns dabei auch zuschauen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram machen, auf Facebook machen. Ihr könnt uns auf Spotify, iTunes und diversen anderen Plattformen auch kommentieren und bewerten. Tut das. Ihr könnt uns Geld zuwerfen auf Patreon. Ihr könnt uns auch euch anziehen. Jetzt dann nicht literally, also keine Hautkleider bitte, aber wir haben T-Shirts und Hauberl. So wie ist der liebe Jordi, der auch da ist, aufhat. Servus. Habe die Ehre. Da begrüße ich dich mit einem fröhlichen, weil du hast sicher den laufenden Decken Humpen am Start. Selbstredend. So gehört sich das. Prost an dieser Stelle. Und damit ihr auch wieder einen sinnvollen und gehaltvollen Input habt, nämlich nicht nur uns beide, richtig, haben wir uns heute mal jemand vor das Mikrofon geholt, der für eine Vereinigung steht, die für unser aller Spaß im Freizeitbereich essentiell ist, würde ich mal sagen. Ja. Viele werden dabei sein, viele werden es schon genossen haben, dass es das gibt. Viele überlegen sich, ob sie es machen sollen. Manche machen es einfach nur aus Vergünstigung oder Versicherungsgründen. Aber ich glaube, es gibt in Österreich niemanden, der die Vereinigung nicht kennt. Und das ist der Alpenverein Österreich. Und wir haben uns nicht den Hüttenwirt 3 von links geholt, sondern einfach einmal den Alpenvereinspräsidenten, den Dr. Wolfgang Schnabel. Grüß dich. Grüß euch. Freut mich, dass ich heute bei euch sein kann. Und ja, ich glaube, es haben wirklich viele schon von uns gehört. Wir haben im Moment 710.000 Mitglieder. Das ist fast so viel wie der ÖMTC und wir sind ein Autoland. Also ja, so gesehen. Ich glaube, wir sind das zweitgrößte Land. Ihr seid auch ein Alpenland. Man sagt mir, also die Alpenrepublik Österreich, wenn ich das jetzt mal so als der Quotendeutsche hier erwähnen darf. Also macht es schon Sinn, dass auch viele Menschen Mitglied sind im Alpenverein, in der Alpenrepublik. Das ist der zweitgrößte Verein Österreichs. Ja, nach dem ÖMTC. Ja, aber beinahe. Ja. Ja. Hab gedacht, Rapid. Achso, ich dachte, die Kirchen. Na gut. Du bist aber nicht gelernter Alpenvereins, kein professioneller Alpenvereinspräsident, gelernt aus der Alpenvereinsakademie, hochgezogen, so wie man das in politischen Ämtern sein könnte, sondern du hast Biochemie studiert und wir beide kennen uns aus dem IT-Sicherheits- und Datenschutz-Dunstkreis. Genau. Und ich war tatsächlich sehr, sehr überrascht, wie du mir aus der Alpenvereinszeitung entgegengelächelt hast. Das war eine schöne Überraschung, aber doch war ganz anders her. Wie bist du überhaupt zum Alpenverein gekommen? Vielleicht vorher noch, warum Security und Datenschutz und Alpenverein? Alle Funktionäre und Funktionärinnen im Alpenverein sind ehrenamtlich, bis hinauf zum Präsidium. Also auch dieser Job, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, mache ich ehrenamtlich. Das heißt, man braucht auch einen Brotberuf. Und da bin ich im IT-Security-Bereich tätig. Und im Datenschutz. Wie bin ich zum Alpenverein gekommen? Naja, wahrscheinlich wie viele, indem man Kinder hat und schaut, wo kann man mit Kindern was unternehmen. Weil wenn man kleine Kinder hat, dann heißt es immer gleich Papa tragen oder ähnliches, ja. Aber wenn man mit anderen Kindern unterwegs ist, dann funktioniert das sehr gut. Die Kinder sind voraus und die Eltern hapsen hinterher. Und ja, da bin ich nach Stockerau gezogen dann, nach dem Studium.
Das ist in der Nähe von Wien. Und die Sektion war sehr großzügig, hat uns unterstützt. Und ja, sehr schnell bin ich dann Obmann geworden und bin dann ein paar Jahre später den Landesvorsitz in Niederösterreich übernommen und letztendlich bin ich im Präsidium gelandet vor einigen Jahren. Und im April heuer, ein bisschen überraschend, zum Präsident geworden. Überraschend deswegen, weil der bestehende Präsident, also die Präsidentschaft geht immer 4 Jahre und endet mit 31.12. Der Präsident ist aber Mitte April zurückgetreten aus privaten Gründen. Es ist eben auch ein Ehrenamt und man bringt nicht alles unter einen Hut. Und dadurch, da ich Stellvertreter war, bin ich dann automatisch Präsident geworden bis zur nächsten Wahl. Also es ist nicht so wie beim ÖSV, wo man zurückgetreten werden muss, sondern... Okay. Für uns nicht. Ja, ähnlich einflussreicher Verein vielleicht. Aber weil der Jordi vorher gesagt hat, wir sind eine Alpenrepublik und wir haben aber auch einen durchaus größeren Anteil an Hörer und Hörerinnen aus dem Österreich-Vorland, also Deutschland, die jetzt vielleicht gar nicht alle wissen, was macht dieser Alpenverein grundsätzlich? Also, was tut der? Darf ich kurz? Wir haben ja auch einen Alpenverein in Deutschland, so ist es ja nicht. Ja, aber ihr habt wenig Alpen. Ja, aber auch ein Alpenverein. Ja, ihr habt den Deutschen Alpenverein und genau. Ich darf schon sagen, wir arbeiten sehr eng mit dem Deutschen Alpenverein zusammen, weil, das ist auch ein Grund, warum der Deutsche Alpenverein für uns so wichtig ist, sie haben sehr viele Hütten, die sie betreuen, in Österreich, in unseren Alpen, sehr viele Wege. Wir könnten uns in Wirklichkeit das gar nicht leisten, alle diese Hütten zu betreuen, wenn wir nicht den Deutschen Alpenverein hätten, der 1,5 Millionen Mitglieder hat. Genau. Also auch nicht so klein ist. Also doppelt so viel. Sind das die österreichischen Transithütten? Von Deutschen mitgenutzt werden gegen gutes Internet? Oder was ist da der Trade-off? Na, das hat sehr historische Gründe. Das sind Enklaven quasi. Enklaven. Na, das wäre so wie das kleine Walsertal. Aber es sind ja auch viele Wege dabei. Und, okay. Ja. Ja, aber du sagst also schon, wir haben Hütten, wir haben Wege. Also was macht der Alpenverein so prinzipiell? Sprich, oder andersrum gefragt, woher kommt dieser Alpenverein überhaupt? Vor allem, warum gibt es dann so viele Überschneidungen mit dem Deutschen Alpenverein? Also wie ist das geschichtlich gewachsen? Der ist ja nicht irgendwie einmal irgendwo aus der Monarchie hinausgepurzelt und hat gesagt, hurra, alles was über 1500 Meter ist, ist Freistaat und da machen wir jetzt, was wir wollen. Ja, fast. Der österreichische Alpenverein wurde 1862 gegründet, also 162 Jahre sind wir heuer, und der Deutsche Alpenverein ein paar Jahre später und noch ein paar Jahre später sind beide zusammengegangen zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein. Das hat ungefähr bis zum Krieg gedauert und dann wurde verboten, beziehungsweise wurde aufgelöst, nicht verboten. Welcher Krieg jetzt da? Der zweite. Der zweite, da waren ja ein paar Kriege dazwischen. Okay. Ja, genau. Der Zweite Weltkrieg und nachher wurde der österreichische 45 wieder gegründet und der deutsche auch dann extra. Dann hat man mit den Hütten, die sind auch teilweise enteignet gewesen, hat man dann wieder bekommen und seitdem sind wir zwei eigene Vereine, aber eben sehr guten Kontakt miteinander. Wir haben auch einmal im Jahr gemeinsame Präsidiumssitzungen zum Beispiel. Und wir treffen uns aber auch, sind gegenseitig bei den Hauptversammlungen in bestimmten Workshops zu Hütten zum Beispiel. Arbeiten wir sehr eng zusammen. Um zum Beispiel Sind da nur die Deutschen und Österreicher so eng oder sind da jetzt irgendwie, Schweiz, na, Italien oder so? Ganz eng. Südtirol. Ja, okay, das ist quasi. Italiener haben zwei Alpenvereine. Ja. Einen italienischen und einen Südtiroler. Bayern und Südtirol, das ist ja quasi alles Österreich.
Mehr oder weniger. Und also grundsätzlich sind wir mit den Deutschen und mit dem Südtiroler Alpenverein sehr vielen Kooperationen. Dann gibt es noch in der Schweiz den SAC, den Schweizer Alpenclub. Und ja, das sind so, da haben wir auch Anknüpfungspunkte in verschiedenen Themen. Und was macht der? Also wenn der gegründet wurde, dieser Alpenverein, ja. Was war eigentlich die Intention hinterm Alpenverein? Es war ja wahrscheinlich nicht, wir basteln unseren Verein einfach nur, weil es lustig ist, sondern da war ja irgendein Hintergrund, wo man gesagt hat, wir brauchen das zum, was nicht, Naturschutz, Alpen erschließen, Hütten bewirtschaften, wir brauchen eine Stimme in der Politik oder keine Ahnung. Also ganz am Anfang war Alpen erschließen einfach wirklich das Thema, gerade die wissenschaftliche Erschließung auch. Das hat sich ein bisschen, dann ist es ein bisschen in die Breite gegangen und man hat gesagt, auch ein Thema war, denn Leuten am Land, ja, den Städtern die Natur nahe zu bringen. Das heißt, man hat Bergführer oder Leute gebraucht am Land, die einen in die Berg gebracht haben, die damit Geld verdient haben, ein bisschen das Geld ins Land gebracht. Das war so die Idee dahinter. Wobei dann schon sehr bald, das war um 1912 herum, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht genau, die Tölzer Richtlinien gesagt haben, die Alpen sind erschlossen. Wir machen keine neuen Hütten mehr, keine neuen Wege mehr. Also das ist vor gut 100 Jahren, 110 Jahren ungefähr. Und das steht noch heute. Also es werden von uns keine neuen Wege mehr gemacht. Wir haben in Österreich ca. 40.000 Kilometer Wege. Nein, 50.000. 50.000 ist es einmal und ein Viertel mal um die Erde herum, die nicht nur der Alpenverein alleine betreut, wir haben 26.000 Kilometer, das sind die Naturfreunde, das sind der ÖTK, also die alpinen Vereine in Österreich betreuen diese 50.000 Kilometer. Zwei Fragen gewesen. Erstens, was gibt es noch für andere Vereine, weil es gibt ja nicht nur den Alpenverein, und wie stehen die zueinander? Und das Zweite ist, wegen den Wegen, es passieren ja Dinge. Also die Alpen sind ja nicht irgendwie in Stein gemeißelt, kicher, kicher, sondern immer wieder Murenabgänge, Felsstürze, keine Ahnung, irgendwas. Wege sind nicht mehr da, wo sie mal waren. Dann werden die ja trotzdem neu gemacht? Oder also werden die dann, oder werden die einfach dann aus der Karte gestrichen und so, okay, hier war mal ein Weg, fertig. Oder wird dann eine Alternativroute schon gesucht? Na, wenn das so wäre, hätte man keine Wege mehr. Wenn die nur gestrichen wären seit 150 Jahren. Okay. Na, also zuerst einmal zur ersten Frage. Es gibt in Österreich einige alpine Vereine, wobei der Alpenverein der größte ist mit 710.000 Mitgliedern, den Naturfreunde mit ungefähr 150.000, 160.000 Mitgliedern, zweitgrößte, ÖTK dritte mit 20.000, 25.000 Mitgliedern. Mhm. Aber die meiste. Also wir machen letztendlich Infrastruktur, das heißt Hütten und Wege ist unser Thema, ist das Thema der alpinen Vereine. Vielleicht gehen wir dann auch noch auf die Petition ein, die genau dieses Thema betrifft. Ja. Genau, aber noch zu deiner Frage, zur zweiten Frage, na vielleicht noch zur ersten, wir arbeiten sehr eng zusammen auch im, es gibt eine Dachorganisation dazu, den FAFÖ, den Verband Alpiner Vereine Österreichs. Und in dem Verband, in dem Dachverband sind eben alle alpinen Vereine vertreten. Das hat einen Hauptgrund und der ist, das Ministerium verhandelt mit dem FAFÖ um die Gelder, die wir kriegen. Und wir teilen die dann noch einen Schlüssel untereinander auf. Ja, der Vorteil ist einfach, es gibt einen Ansprechpartner fürs Ministerium und nicht 20, wo dann das Ministerium sagen muss, ihr kriegt 17%, ihr 33 und so. Und das ist halt, hat sich sehr bewährt. Welches Ministerium ist da eigentlich zuständig? Gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Wir kriegen von verschiedenen Seiten. Also es gibt nicht das eine Ministerium, was weiß ich, du hast ja Sport und Kultur zum Beispiel gehabt einmal früher. Ministerium. Oder Umweltministerium oder direktes Finanz. Auch immer anders, ja. Ja. Aber, okay, genau. Also es ist so wie immer in Österreich, es ist kompliziert.
Ja, okay. Und das ist FAFÖ quasi. Da arbeiten wir zusammen. Ja, und die Wege werden kaputt, ja. Und das merkt man insbesondere in den letzten Jahren ganz massiv. Wir wenden weit mehr Geld auf als, ich sage nochmal, vor 10, 15 Jahren, um einfach die Infrastruktur instand zu halten. Es sind eben die Muren durch die Starkregenereignisse, es sind Windbruch, und viele Brücken schwemmt es weg, durch, wenn ein reißender Bach wieder rüberkommt. Und diese Wege werden wieder instand gesetzt. Ja, also die werden nicht aufgegeben, der Weg ist nur da, er ist nur nicht begehbar und der wird wieder instand gesetzt. Und der wird von Freiwilligen, von ehrenamtlichen Leuten auch instand gesetzt. Das heißt, wir zahlen das Material quasi, das dazu benötigt wird. Und da auch vielleicht ein kleiner Vergleich. Dadurch, dass wir mit Ehrenamtlichen arbeiten, kostet uns der Weg Kilometer ungefähr 40 Euro am Kilometer pro Jahr. Ja? Lasst man das durch professionelle Wegetrupps machen, sind das ungefähr 400 Euro pro Kilometer pro Jahr. Das heißt, das Zehnfache. Die Schweiz geht einen anderen Weg. Da sind die Wege verstaatlicht. Das heißt, der Staat kümmert sich drum und da kann man sich vorstellen, teurer. Die zahlen ungefähr 800 Euro pro Kilometer pro Jahr. Ja, in der Schweiz ist alles teurer. Ja. Ja. Aber wir hätten ja einen Grundwertdiener. Aber habe ich nie gesagt. Nein, du wirst lachen. In Deutschland, als ich bei der Bundeswehr war, bei den Gebirgsjägern, die waren zuständig für Wegeinstandhaltung. Natürlich, wir haben eine Tragtierkompanie gehabt und die haben die Wege rund um Bad Reichenhall instand gesetzt und instand gehalten. Ist das in Österreich auch so? Ist das in Österreich auch so? Nein, in Österreich ist das nicht so. Okay. Das ist, wir haben grundsätzlich, das Bundesheer ist ja für Einsätze im Notfall da. Das haben wir jetzt auch beim Hochwasser gesehen. Also ja. Assistenzeinsatz ist da das Schlagwort. Die Wegewarte brauchen im Prinzip auch eine Ausbildung. Ja, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, schneide jetzt einen Baum um oder Brücken muss man machen. Also wir haben auch Ausbildungen. Wir haben für Hüttenwarte Seminare und auch für Wegewarte regelmäßige Seminare, wo sie sich weiterbilden können. Du brauchst eine beständige Crew, Mannschaft eigentlich, die das lange Jahre macht, wenn möglich. Das heißt, halt bei Grundwehrdienern dann nicht. Ja. Das heißt, du kannst nicht eine Masse von Grundwehrdienern nehmen oder Wehrpflichtigen, sondern das sind dann vielleicht nur ein Teil, die geeignet sind. Ja, Gebirgsjäger, Pioniere oder so, die können Brücken bauen, die können irgendwie sinnvolle Dinge tun, weil die Grundwehrdiener oftmals in den ersten 6 Monaten wahrscheinlich eher mit dem Farbpinsel sie hoffentlich nicht wehtun. Und dann ist schon gut. Außer sie kommen aus den, sind in den Bergen groß geworden, natürlich. Aber du hast gesagt, Hütten und Wege. In Österreich gibt es ja noch relativ viele Wege und auch relativ viele Hütten. Und ich glaube, sehr viele von uns waren irgendwann schon mal auf irgendeiner Hütte und haben nicht einmal drüber nachgedacht, ob die vom Alpenverein erbaut, gewartet, betrieben, was auch immer wird, ob sie die rechnet, weil ich bin ziemlich stark davon überzeugt, dass sich viele Hütten nicht wirklich rechnen, wenn sie nicht touristisch super erschlossen sind. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen, diese ganze Infrastrukturerhaltungsgeschichte? Du hast ganz recht, die Hütten rechnen sich nicht, großteils nicht. Ja. Es gibt wenige Ausnahmen, die wirklich touristische Magnete sind und groß genug. Aber die Hütten heißen ja nicht Hütten, sondern Schutzhütten. Und sie sind auch dafür gedacht, wenn man in ein Unwetter kommt oder wenn man ganz simpler Überschreitung machen möchte, irgendwo übernachten muss, weil man einfach nicht 20 Stunden an einem Tag wandern kann, braucht man einfach Hütten. Manche von uns können das nicht. Das
Ich würde jetzt mal sagen, ja. Von viele, die uns zuhören, würden jetzt sagen, naja, es geht. Ja, ist mir bewusst. Also dass bei 20 Stunden brauche ich noch keine Hütten. Also, ja, aber was zum Trinken wäre gut. Ja, aber das sind an einer ja. Hand oder von Händen abzählbar viele ja. Personen. Das heißt, wenn man mit Kindern ja. unterwegs sein will, braucht man Hütte als Ziel. Ja, und es macht Spaß, am Sonntag einfach auch auf eine Hütte zu gehen. Es motiviert Personen, Leute rauszugehen in die Natur, in die Berge und Bewegung zu machen. Das ist ja auch ein wichtiges Ziel. Man muss nicht Ultrasportler sein. Man kann die Berge auch so genießen. Und da sind Hütten ganz, natürlich. Ganz wichtig dafür. Und die Haltung. Aber genau. Also es gibt unterschiedliche Modelle. Das Hauptmodell ist so, dass einer Sektion, der Alpenverein besteht aus 194 eigenständigen Vereinen, die Sektionen, und die haben die Hütten, denen gehören die Hütten. Die sind für die Wartung zuständig, für Schäden beheben, für die PV-Anlage montieren und so weiter. Und dann gibt's die Pächter. Ja, die sind für den Betrieb der Hütte zuständig. Die haben da einen Pachtvertrag, ganz normal, und ja, haben gewisse Einnahmen und haben gewisse Pachtzins, den sie dann halt abführen müssen. Und jetzt stellt man sich sehr oft vor, weil wir haben nämlich Probleme, auch Pächter zu finden. Ultraleichter Job, netter Job, ich bin in die Berg, stimme die Sonne auf und habe einen wunderschönen Tag. Ja, aber in Wirklichkeit braucht man fast ein Allround-Talent. Der muss vom Klo wieder in Gang bringen, der muss über die Küche, der muss die PV-Anlage wieder in Gang bringen, ins Wasser, Werk vielleicht instand setzen und vieles mehr. Also das ist nicht dieser romantische Job, wie man immer denkt, aber ja, trotzdem, glaube ich, finden sie immer wieder Leute, die das gern machen und auch gut machen. Ja, du brauchst eher so einen, wie nennt man das beim bei Handwerkern, so diese nicht diese Fachspezialisten, die diese eine Sache total gut können, sondern ja. Er sagt, ja, eigentlich ist er Maler, aber er kann auch, da ist Klo richten, kann nebenbei da die Elektrik daheim machen und außerdem ist sein Schwager Innenausbauer und, das, und die Wohnung steht mit genau, ein bis zwei das, Personen. Ja. Und das ist eben, also die Pächter schauen schon, dass sie natürlich positiv aussteigen finanziell, während die Sektionen das praktisch nicht schaffen, kaum, ja. Das heißt, da braucht man Zuschüsse, gerade wenn größere Umbauten sind. Und es wird einfach, die Hütten kommen in die Jahre, ja. Ich habe gesagt, 162 Jahre ist der Alpenverein. Die Hütten sind 150 plus oft. Und auch wenn sie außen schön ausschauen, ist oft das Mauerwerk, das Grundfesten, ja, oft nicht einmal mehr renovierungsfähig und man braucht einen Neubau. Mhm. Ein Neubau kostet das 2- bis 3-fache wie im Tal. Ja, da brauchst du vielleicht einen Hubschrauber, mit dem das Material rauffliegst. Dann gibt's nicht viele Baumeister, die das, den Unterschied können zwischen Bauen am Berg und Bauen im Tal. Also, das ist auch schwierig, da musst du genau schauen. Und, ja, das sind halt oft Kosten. Ja, die Gesetze ändern sich, werden strenger. Brandschutz oder auch Nieroster in Küchen, in uralten Küchen, ja. Und wenn so eine Nieroster-Küche, sind gleich mal ein paar 100.000 €. Das sind gleich mal so Beträge, die sich eine kleine Sektion einfach nicht leisten kann. Ja, mit ein paar und in neuen alten Gebäuden hast du drinnen wahrscheinlich einen Kachelofen oder einen Tischherd statt einer ja. Nieroster-Küche und wenn dann mal ein großer Topf aufgesetzt wird mit dem Essen, dann gibt's das Essen. Ende der Durchsage. Was eine für Woche die meisten, die dort sind, eh okay ist, nur da fällt mir dann direkt ein, was ist denn dann, also hat sich da in den letzten
30, 40, 50 Jahren auch was bauen, in der Erwartungshaltung, was denn diese Hütte alles können soll, von wahrscheinlich WLAN, warmes Wasser bis hin zu Vier-Gänge-Menü. Ich habe doch keine Ahnung, was die Menschen auf Hütten erwarten oder nicht. Ja, ich glaube, du triffst das ganz gut da. Die gesellschaftliche, also die Erwartungshaltung hat sich massiv gesteigert. An die Qualität, oft ja ein Bettenzimmer mit Betten verlangt und nicht Lager mehr. Ja, was, ja klar, in einem Zehnerlager oder 15 Leute ist es anders zu nächtigen, weil einer schnarcht immer, als wenn du ein Zweierzimmer hast mit der Freundin. Ja. Du weißt, was der Trick ist? Der sein, der schnarcht. Richtig. Du musst immer der sein, der schnarcht. Dann ist der Wurscht. Ja. Schmäh, du warst. Ja, blöd ist, wenn es zwei oder drei sind dann und sie abwechseln. Na, aber. Dann nutzen die kurzen vorm Einschlafen. Dann schlaft man dir von fest. Aber, ja. aber das stimmt schon, ja. Also da ist die, ich glaube, da ist da einfach der. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es einfach auch die gar nicht die Böswilligkeit oder dass sie glauben, es ist ein Hotel. Ich glaube, viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie denn das organisiert ist, dass das eine Schutzhütte ist und eben kein Hotel und dass das vom Alpenverein gemacht wird und nicht vom Hyatt Hotel oder irgendeiner Hotelketten oder keine Ahnung, was auch immer. Ja, kein Marriott oder irgendwas ist. Ja. Genau, also ich glaube, das ist oft so dieses, ach so, das ist ein Verein, oh, das ist quasi ein Pächter, der nur drei Monate oben ist, weil sonst ist es zu, weil es hat halt 4 Meter Schnee, also passiert jetzt eh immer weniger oft, aber oder da kommt dann in 3 Wochen eine Person vorbei, weil es halt einfach eine Schutzhütte ist. Ich glaube, an das denken viele Menschen nicht. Ja, das stimmt sicher. Und aber trotzdem hat sie, man erwartet einfach eine Dusche mit Warmwasser. Ja, das geht manchmal nicht. Und auch wenn es jetzt ein bisschen paradox klingt, durch die Gletscherschmelze haben wir Probleme. Manche Hütten, man lässt es ja zum Beispiel zugesperrt, weil sie im Sommer kein Wasser mehr gehabt haben. Ja. Die Gletscher sind so weit zurückgegangen, dass da kein Wasser mehr war. Jetzt hast du ja eine kurze Saison und dann hast du kein Wasser. Das heißt, Wassersparen ist inzwischen auf den meisten Hütten ein Riesenthema. Wir bauen, also versuchen auch keine Duschen zu bauen, also wirklich keep it simple, ja, weil oft Leute sagen Hotel am Berg, ja, das ist genau das, wo man nicht. Und das ist auch schon interessanterweise da in 1912 da gesagt worden, einfaches Leben auf den Hütten. Ja. Man sollte vielleicht wirklich auf das Schutzhütte ein bisschen mehr fokussieren. Ja. Also mehr auf das Schutz in Schutzhütte als auf das Hütte. Und ja, aber ich habe auch schon alles erlebt, ja, von Tür frei schaufeln, Winterschutzraum bis zu Münzeinwurfsauna habe ich im Prinzip schon alles durch auf unterschiedlichsten Hütten. Ja. Also die Münzeinwurfsauna, das war das Größte. Das ist schon geil, ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es meine Oma oder mein Opa war, aber einer von den beiden, weil eben auch am Berg, mit Berghütte und so weiter und so fort, wo man gesagt haben, also da froren sind schon viel, da stunken noch keiner. Das heißt, die Dusche ist echt zweitrangig, wenn es darum geht, ob du ein Dach über dem Kopf hast auf einer Hütte. Also ich habe es lieber warm und trocken, als dass ich mich jetzt da duschen kann, weil im Morgen auch noch. Ja, definitiv. Ich glaube, da sind wir ähnlich gestrickt. Ja. Ja. Aber du hast es schon gesagt, es ist immer schwieriger, Pächter zu finden, weil es ist kein leichter oder einfacher oder lustiger Job. Ich meine, lustig vielleicht schon, aber halt nicht leicht und nicht romantisch easy. Und es ist halt auch
super, super teuer, weil ihr habt ja jetzt eine extra Petition für Hütten und Wegeerhaltung, weil das Zeug halt wirklich richtig, richtig viel kostet. Das ist einfach, ich habe vorher erklärt, die Sektionen müssen die Renovierungen der Hütten finanziell stemmen. Und wenn eine Sektion 2.000, 3.000 Mitglieder hat an der Hütte und dann ein Projekt um 500.000, 1 Million machen soll, wo soll das Geld herkommen? Und dann taucht immer die Frage auf, nein, dann lasst halt die Hütten auf. Ja, das ist, wir verlieren ohnehin jährlich Hütten, weil sie nicht Renovierungs-, wenn man irgendwo kein Geld mehr hat, sie zu renovieren. Aber fallen Hütten weg, fallen auch letztendlich die Wege weg, weil die Wege verbinden, also es sind die Hütten die Knotenpunkte. Ich habe ja schon mit Kindern entweder in die Berge gehen, gehst auf eine Hütte. Sonntagsausflug. Also das Gros der Leute geht auf eine Hütte einfach. Und wenn keine Hütte mehr da ist, wird der Weg vernachlässigt und ist auch nicht mehr sinnvoll in vielen Fällen. Und der andere Teil ist, die Statistik Austria sagt uns, 60% der Sommerurlauber, der Touristen, kommen der Berge wegen. Das heißt, es ist ein massiver Wirtschaftsfaktor auch. Und es ist schon ein bisschen paradox aus meiner Sicht. Alpinen Vereine erhalten durch ehrenamtliche Engagement eine Infrastruktur, die den österreichischen Tourismus und auch natürlich den Einheimischen, ganz klar, zur Verfügung steht, sei es du Mitglied oder nicht. Und das ist schon spannend für mich, oder? Weil ich meine, gut, dass die Touristen nach Österreich kommen wegen einem Meer, ist mir klar. Das ist ja schwierig. Also da komme ich auch eher wegen die Berge. Ja, da hätten wir vor 100 Jahren kommen müssen, oder mehr. Richtig, da hatten wir noch. Also das ist ja das, wovon die meisten Österreicher reden, wenn sie von der guten alten Zeit reden. Da reden sie ja von damals, als wir noch mehr Zugang hatten. Nur, wie du gesagt hast, das hilft dem Tourismus auch. Das ist auch das Erste, was mir so in den Kopf kommt, wenn es heißt, ja, wir erhalten die Hütten, wir verbesserten die, wir schauen, dass die Pächter finden und so weiter und so fort, wo man sagt so, naja, es gibt in jedem mittelgroßen Dorf in Österreich einen Tourismusverband. Und je westlicher du kommst, desto wie soll ich sagen, einflussreicher sind diese Tourismusverbände. Ja. Weil wenn du im Tiroler Land etwas machen möchtest und der Tourismusverband sagt, ja, wir machen, dann wird es auch funktionieren. Fertig. Wurscht, wer was dagegen hat. Es wird einfach funktionieren. Weil Tourismus, das können sie. Helfen die dem Alpenverein, also unterstützen die den auch dann, weil sie haben ja was davon. Weil wenn die Infrastruktur passt, dann kann der Tourismusverein sagen, jo, die Region irgendwas ist super cool für Familien, für Extremsportler, für Mountainbiker, für was auch immer. Ja, also es gibt Tourismusverbände, da arbeitet man sehr gut mit denen zusammen, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist einfach so klein strukturiert, ja. Das kommt auf die Sektion letztendlich an. Und auf den Tourismusverband können die miteinander, das menschelt dann oft auch sogar, weil da sind wir ganz weit drunten. Das heißt, wir haben aber, und das ist auch der Grund, warum wir an die Regierung gehen mit der Petition und nicht jetzt hunderte Tourismusverbände oder Tausende hier ansprechen, wo man dann ein paar hundert, ein paar tausend, 10.000 Euro kriegt, sondern wir brauchen einfach für die gesamte Infrastruktur eine Zukunft. Und wie das dann aufgeteilt wird, wo das Geld herkommt, ob das aus den Ländern kommt, ist eigentlich die Regierung zuständig aus meiner Sicht. Ja. Und deswegen ist dieser Schritt gewählt worden. Dann, ja, ich bring's dir an. Ich bring gleich die Webseite an. Bitte erklär, was die Petition genau ist und wie die Webseite lautet, damit man es auch unterstützen kann. Notruf aus den Alpen, als mit Bindestrich.at ist die Webseite. Da kann man die Petition unterschreiben, da steht auch viel Detail drauf. Es geht letztendlich darum, es geht um 95 Millionen, die alle alpinen Vereine, es ist jetzt nicht der Alpenverein alleine, ausgerechnet haben für den Renovierungsbedarf der nächsten Jahre. Und
also um die Infrastruktur wieder zukunftsfähig zu machen. Und zwar geht es nicht um alle Hütten, sondern es geht, wir haben 272 Schutzhütten. Es geht wirklich um die Schutzhütten. Wir haben andere Hütten auch, die mit der Seilbahn erreichbar sind oder so. Ja, darum geht's nicht. Wir haben ungefähr nicht ganz 500 Hütten mit allen Vereinen zusammen. Es geht um diese 272, die wirklich Schutzhütten sind, die exponiert sind und die einfach, man kann sagen, in die Jahre gekommen sind einerseits, aber auch massiv vom Klimawandel betroffen sind. Eine Hütte ja. rutscht uns weg, weil der Permafrost einfach drunter auftaucht, der vor 150, seit 150 Jahren oder länger natürlich dort ist, ohne Probleme. Jetzt ja. rutscht uns die Hütten weg und Wege sind betroffen vom Permafrost. Das ist vor allem die Felsenauer, wie man weiß. Ja. Also wandern wird auch, also man wird schauen müssen, ob man alle Wege überhaupt erhalten kann, wenn das weiter wärmer wird. In den Bergen, in den Alpen haben wir 3 Grad Erwärmung inzwischen, herunten haben wir 1,5 etwa, also da merkt man es noch weit stärker. Hm. Ja, und es geht einfach um den Erhalt, um die Zukunft dieser Hütten und Wege, wo wir das Geld hineinstecken ja. also, wollen. Also ist auch etwas, was, glaube ich, jeder einfach online unterstützen kann. So, hier ID Austria, Petition unterstützen und gleich ausfüllen und fertig. Ja, genau. Nicht jeder, lieber Jordi, du nicht. Aber alle anderen, die jetzt da nicht quasi... Es können Besucher, Touristen, alle können wirklich? Das unterstützen. Ja, natürlich. Okay, also es ist eine Petition, die nicht nur auf österreichische Staatsbürger beschränkt ist. Beschränkt, sehr gut zu wissen, weil dann sollen es alle anderen auch machen. Also jeder, der das hört, geht's auf die Webseiten, unterstützt es, weil es sind eure Hütten und liebe Deutsche, das sind Hütten, die oft WLAN haben. Und das ist besser wie bei euch daheim, kurz neben der Großstadt. So ist das nämlich. Der Deutsche Alpenverein hat ja viele dieser Hütten auch. Genau, wir haben das Internet. Kommt zu uns. aber ich würde noch gerne wo ganz anders hin abbiegen, was schon auch mit den Hütten und Wegen sehr viel zu tun hat. Nämlich das, was wir eigentlich ja machen, weil das mit dem Wandern, es ist zwar nett, aber meistens sind ja der Jordi, der Flo und viele unserer Freunde und Bekannten auch relativ, wir sagen laufen dazu, weil es ist halt einfach schnelleres Wandern, am Berg unterwegs. Es klingt einfach besser, wenn wir laufen dazu sagen, aber eigentlich spazieren wir auch nur. Bergauf zumindest. Genau. Wie steht eigentlich der Alpenverein zu diesem Trailrunning-Boom? Weil in den 90ern gab es irgendwann einmal so Mountainbike, weil da waren Mountainbike neu und fresh und super. Das war so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Einfach weil Rad und durch den Wald holzen nicht immer gut angekommen ist. Und Laufen ist doch irgendwie anders, weil es ist halt das, was die anderen auch machen, nur halt vielleicht ein bisschen schneller und mit ein bisschen weniger Equipment oder mit anderem. Wie steht der Alpenverein da grundsätzlich diesem Boom gegenüber? Ich kann das mit einem ganz kurzen Satz zusammenfassen. Wir sind für alles, was mit Bewegung aus eigener Kraft möglich ist. Also definitiv ist Laufen auch dabei. Ja, Mountainbiken hast du angesprochen, okay. Ist ein Thema, ein kritisches Thema. Vor allem mit dem E-Mountainbiken haben wir Probleme, auch Sicherheitsprobleme, weil einfach Leute in Regionen kommen, für die sie nicht geeignet sind, für die sie nicht ausgebildet sind. Ja, wenn ich mit eigener Kraft drauf fahre, dann komme ich gar nicht so weit, wenn ich das nicht schaffe, das Gelände. Aber mit niemandem. Ja, oder wenn ich so weit komme, dann habe ich die Fähigkeiten dazu. Genau, ja, genau. Das ist wie mit der Seilbahn auf 2800 Meter und dann mit den Flipflops unterwegs sein. Ja, wenn ich mit den Flipflops von unten nach oben aufkomme auf 2,8, dann ist es okay, dass ich mit Flipflops unterwegs bin, weil dann weiß ich, was ich tue. Das sind aber dann halt 2 von 10.000. Ja. Mhm. Ja. Okay. Also grundsätzlich, also Laufen am Berg ist gut. Mhm. Bewegung aus eigener Kraft, mit den eigenen Muskeln, ist sehr okay und
unterstützt man natürlich auch gedanklich. Ist das auch was, wo man, weil es ja wirklich jetzt da seit, bitte Jordi, unterstützt mich, aber ich glaube 10 Jahre, 8 Jahre so, dass es wirklich quasi in der breiten Masse explodiert. Dieses Trailrunning-Thema, weil früher waren es halt irgendein paar Wahnsinnige, die einen Berglauf gemacht haben. Diese 17 Menschen pro Bundesland. Und jetzt auf einmal hast du, weiß ich nicht, beim IRTF waren es das Jahr 2.500 Leute, beim UTMB, in der UTMB-Woche sind es, ich glaube, 10.000 oder 12.000 Starter. Und das sind aber schon die Lotterie geschafft haben, nachdem sie vorher die Qualifikation gemacht haben. Also es ist ja, viele wollen das machen. Das ist schon ausgesiebt. Genau, das sind ja nur mehr die Ausgesiebten der Ausgesiebten, die überhaupt starten dürfen. Und das sind noch 10.000. Oder wenn du jetzt da den Mozart nimmst, da sind auch vierstellige Teilnehmerzahlen dabei. Ist es was, wo man sagt, muss man beobachten, oder sagt ihr, hey, super, wenn jetzt so viele junge Leute die Liebe zum Berg oder zum Sport am Berg entdecken, ist es eigentlich cool und das ist genau das, wo man mit dem Alpenverein auch hinwollen? Sport und Bewegung draußen ist natürlich genau das, wo der Alpenverein hin will. Wenn es jetzt überhand nimmt und viele Leute sind, und das sehe ich aber jetzt nicht in einzelnen Events, ja, da macht man die Strecke kontrolliert man, da sperrt man ab oder da weiß man einfach, dass was ist. Viel mehr Probleme haben wir mit Leuten, mit Überlaufen, ja. Es gibt einfach Hotspots inzwischen, die so überlaufen sind, dass man nicht einmal mehr wandern kann, richtig dort. Das heißt auch, Besucherlenkung ist bei uns ein Thema. Ich bin ein bisschen wieder vom Sport weg, weil das sehe ich jetzt überhaupt noch nicht kritisch. Ja. Man wird es genauso beobachten, klar, aber es ist was anderes, wenn jetzt täglich 10.000 Leute irgendwo auf dem Berg laufen, dann wird man auch nicht mehr gehen können. Nur da sehe ich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. Und Events sind halt, ja, ich habe genauso Skifahr-Events, wo ich dann auch nicht fahren kann auf dieser Piste. Das sind einzelne Events, die jetzt nicht das Gesamtbild ausmachen. Ja. Ja. Im Gegensatz zu, wenn jetzt ein Großglockner mir anstellen muss, damit ich überhaupt aufgekommen oder am Dachstand. Ja. Also du und siehst das nicht kritisch, muss, dass man sagt, keine Ahnung, ich nehme jetzt den UTMB, weil die Tour de Mont Blanc ist ja das ganze Jahr da, also der Weg und diese Tour ist ja da. Normalerweise ist halt, bleiben die Menschen auf dieser und jener Schützhütte dazwischen. Da muss man sich aber, soweit ich das weiß, jetzt da immer schon vorab einen Schlafplatz buchen, schon weit voraus, weil einfach so viele Menschen diese Tour gehen, dass man sagt, das ist schon fast am obersten Limit. Oder sagst aber du, dadurch reguliert es ja auch schon mal wieder ein bisschen selber, ja, weil es werden halt die Leute dann nicht mehr gehen, wenn sie halt nirgendwo schlafen können. Ja. Die wenigsten sind dann so hart gesotten, die dann halt draußen campieren, oder das sind dann die es können. Ja. Weil jemand, der jetzt keine große Erfahrung hat im Biwak in hochalpinem Gelände, der wird jetzt nicht vor Remscheid daherkommen und sagen so, oh ja, dann mache ich jetzt so, ich habe keinen Schlafplatz gefunden, naja, dann würde ich schon irgendwo draußen schlafen können, wird schon passen, ne? wird schon nicht so schlimm sein. Oder machen die eher die Gefahr, was sagst du so, oh, der hat 4 lustige YouTube-Videos gesehen, wo der Kilian Jornet oder sonst irgendwer wie so ein Berserker über die Berge gehoppelt ist und so, oh, ja, was der kann, kann ich aber auch schon lange, und dann kommt er drauf auf 2.800 Meter, huiuiui, das war jetzt aber eine doofe Idee, was mache ich da jetzt und wie komme ich da wieder auf? Also, ich weiß nicht, aber das heißt überall, oder? Solche Leute gibt es immer. Und ich sage jetzt einmal, viele, also wenn du mit der Bergrettung redest, gerade viele Leute, die sich überschätzen, werden halt auch da
sind nicht deren Kunden. Ja, es ist nicht nur Leute, die wirklich in Not geraten, weil das Wetter umschlägt oder es ist sehr oft schlechte Vorbereitung, schlechte Tourenplanung, schlechte Kondition, wo ich überschätze mich selber. Das sind die Hauptgründe. Ja. Aber das wird man immer haben. Und das wäre grundsätzlich die Frage mit, ja, welche Voraussetzungen sollte jetzt ein Berggeher oder Trailrunner grundsätzlich haben, um sich überhaupt sicher im Berg zu bewegen? Weil ich jetzt komme ich echt altklug daher, aber ich glaube einfach, dass Menschen zwei Generationen vor mir noch viel besser gewusst haben, wo sie am Berg brauche oder nicht. Also ich glaube nicht, dass in der Generation meines Großvaters, so Geburtsjahr, weiß ich nicht, 1918 oder so, Menschen aus Spaß und Jux und Tollerei am Berg waren und nicht vorbereitet waren. Was würdest du sagen, was brauchen Menschen als Voraussetzung? Ja, also ich glaube, da muss man schon wahrscheinlich auch die gesellschaftliche Entwicklung oder industrielle Entwicklung anschauen. Die Leute haben einfach, würde man sagen, 80% manuell gearbeitet. Die haben schon Voraussetzungen gehabt, die haben schon Kraft gehabt. Heute sitzen viele nur vorm Computer. Und wenn sie, ja, und vor allem im Lift den zweiten Stock, das ist die Bewegung. Und dann auf den Berg zu gehen, ist halt fahrlässig. Was wir da machen, ist, wir versuchen, also das ist ein ganz großes Thema, ich sage, nennen Sie mal Awareness-Bildung. Ja, wir haben Kurse und es geht schon, also wir haben eigene Kurse natürlich auch für, wenn du das machen willst, aber wie man anfangen kann, ist, glaube ich, in der Sektion selber schauen, was wird denn da angeboten? Und ich nehme mal ein Angebot an und gehe mal eine leichte Tour mit. Schau, ist das für mich, ist das nicht? Und das ist, was verloren geht, ein bisschen Eigenverantwortung. Ja, ich kann nicht immer sagen, du bist schuld, wenn ich da nicht aufkomme, sondern ich muss mich einfach vorbereiten selber und ich muss mich selber einschätzen können. Und das muss man aber auch lernen. Das heißt, ich kann nicht einfach losgehen und sagen, heute gehe ich am Großglockner und ich war noch nie, nicht einmal auf meinem Hausberg mit 200 Meter. Das wird nicht funktionieren. Und das muss ins Bewusstsein rein. Und das verlieren wir immer mehr offensichtlich. Ja, ich glaube, das sich selber einschätzen, glaube ich, das geht ganz, ganz stark irgendwie verloren, weil man von außen viele Sachen halt auch sieht. Man wird über Instagram, über YouTube und so weiter, wird man mit den schönsten Bildern von irgendwoher, den schönsten Videos von irgendwoher berieselt. Und dann ist so, oh ja, schaut gar nicht so schlimm aus, so. Das muss ich ja auch können. Und dann steht man irgendwie plötzlich am Berg und weiß nicht mehr vor und zurück und dann muss man die Bergrettung anrufen. Oder die Bergziege. Ja, oder die Bergziege. Ja, die kann man sowieso immer anrufen. Ja. Der kennt sich aus. Aber normalerweise ist es schlau, wenn man schon die Tourenplanung mit der Bergziege macht, weil da ist man auf der sicheren Seite. Egal, aber man muss halt auch irgendwie sich selber dann auch eingestehen können, wenn man es nicht schafft und rechtzeitig umdrehen. Ja? Also jetzt wenn ich Ski anhab und es sind irgendwie komische Bedingungen oder ich bin mir bei irgendwas nicht sicher, ja, dann drehe ich lieber um, weil lieber bin ich dann einmal halt zu viel umgedreht und irgendwo in einem Wald abgefahren und wenn es mir dann gefallen hat, dann fahre ich halt vielleicht nochmal in den Wald ab, tu nochmal anfällen und gehe halt nochmal das Stückchen im Wald hoch und fahre halt nochmal da runter, wie dass ich oben irgendwie über ein halbseidenes Schneefeld gehe und halt in einer Lawine ende, wo mir dann niemand mehr ausgraben kann. Ich erinnere dir gerne an die Geschichte beim UTMB, also an der Strecke vom UTMB, wie wir am Tag nach dem Versuch nach oben gegangen sind und dann diese drei Japaner auf dem Schneefeld in abgetragenen Nike-Straßenschuhen
gestanden sind und da unsere liebe Bergziege, die in, ich weiß nicht, 4 Sprachen angeschrien hat, dass sie jetzt bitte sich retour von diesem Schneefeld schleichen sollen, weil wir haben überhaupt keinen Bock, sie 150 Meter weiter unten aus dem Berg zu glauben, weil das überleben sie fix nicht, wenn sie es weitergehen probieren. Und die haben einfach nicht mehr vor und zurück können. Also diese, man kommt halt schnell wo rauf und dann steht man an einer Stelle, wo man überhaupt keinen Plan mehr hat, wie man wieder wegkommt. Das ist halt bitter. Aber da hätte ich eine Direktfrage. Eine Direktfrage. Hilft da Trailrunning oder dieser sportliche Zugang, dass man sagt, naja, der Alpenverein ist, naja, wie soll ich sagen, er ist vielleicht für Jugendliche jetzt nicht mehr so sexy, dass man sagt, da bin ich dabei, aber so ein Trailrunning-Event will ich machen. Das wäre auch etwas, wo man gut zusammenarbeiten können, weil die Einsteigerdistanzen, die halt die Menschen von der Protter Hauptallee einmal ein bisschen am Berg bringen oder vielleicht ein bisschen höher bringen, die haben eine Pflichtausrüstung, die sagen, hey, schaut, dass euch die Strecken vorher anschaut, wir haben einen GPS-Track, wir haben dieses und jenes, dass man da auch zusammenarbeiten kann, dass man Menschen so, wie soll ich sagen, einen Grundstock oder auf so Basiskenntnisse beibringt, was ich brauche, wenn ich am Hügel, am Berg, in die Alpen unterwegs bin? Also ist das was, wo man sagt, da kann man zusammenarbeiten? Und wenn ja, wie? Ja, ganz sicher. Also ich bin überhaupt ein Fan von Zusammenarbeit und von unterschiedlichen Bereichen, weil man immer nur gewinnen kann, überhaupt wenn man ähnliche Ziele hat. Wie funktioniert denn bei uns eigentlich so, wenn man in die Berge geht, wenn eine Tour geplant wird? Das hängt nämlich sehr stark von der einzelnen Sektion ab. Ja, Sektionen, wir haben eben fast 200, die sind eher klein meistens. Die typische Sektion hat 1500 Mitglieder und die Ehrenamtlichen, die dort tätig sind, sind einfach Leute, die mit Leidenschaft irgendwas machen. Ja, das sind eine Seniorengruppe zum Beispiel oder es gibt eine Hochtourengruppe. Aber ich habe die Hochtourengruppe eben nur dann, wenn ich jemanden habe, der einfach leidenschaftlich Hochtouren macht und andere gern mitnimmt dazu. Und ich habe gerade in der Nähe von Tulln auch eine Sektion, die sehr viel Lauf-Events macht. Ja. Also was ich damit sagen will, es ist sehr divers, was Sektionen einfach anbieten. Wir in Stockerau bieten zum Beispiel Batteln an in der Au. Das macht niemand sonst. Ja, ist auch Alpenverein, ist auch Bewegung draußen in der Natur, aus eigener Kraft. Ja, das heißt, wenn man jemanden findet, und jetzt kommt's, wie kann man zusammenarbeiten, wenn man in einer Sektion jemanden findet oder wenn von euch jemand in der Sektion ist und sagt, das würde ich gern anderen beibringen, die Begeisterung weitergeben, ja, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und ich glaube, jede Sektion ist dankbar, wenn so wer auftritt und sagt, machen wir das. Weil es ist auch schwierig, Ehrenamtliche zu finden. Man findet leicht Leute, die mitmachen, aber Leute, die sich das antun, ehrenamtlich dann irgendwen was beizubringen, eine Tour zu planen, ist schon schwieriger. Das heißt, wenn es solche Leute gibt, die werden mit offenen Händen empfangen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich sehe es vor allem, also ich würde da an beidseitigen Nutzen vor allem auch sehen, weil ich sage, okay, du hast immer wieder Menschen, gerade in dem Trailrunning, die sagen, ich möchte jetzt da ein Trail-Event planen. Ich bin oft in den Berg, ich trainiere dort, ich habe meine Laufgruppe und so weiter und so fort. Die könnten sagen, okay, ich kann das auch in einer Alpenvereinssektion anbieten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist die Alpenvereinssektion viel personenstärker als der übliche Veranstalter ist. Und normalerweise das größte Problem, was du bei einer Trail-Veranstaltung hast, neben, dass ich irgendwo durchlaufen darf, weil die organisatorischen Themen, die du immer hast, also das kennt der Alpenverein sicher auch gut, mit wem gehört welcher Grund und darf ich da durch und welche Genehmigungen brauche ich für
eh alles, ist halt auch von einer Veranstaltung, wo kriege ich die Freiwilligen und die Ehrenamtlichen her? Und wenn man donnerlich zusammenspielen kann und sagen kann, okay, wir bieten irgendwas an, irgendeine Möglichkeit an, dass sich alle beteiligen, was weiß ich, Lauftreffs, was auch immer, das hilft dem Alpenverein. Und andererseits, wenn ich die Veranstaltung mache, gibt es dort Menschen, die vielleicht sie an die Labestation stellen, die mit dem Laufen gar nicht so viel zu tun haben und sagen, hey, dafür unterstützen wir euch auch. Und das wäre halt schon etwas, wo man sagt, das wäre so quasi ein Perfect Match. Alle kümmern sich um Berg und Laufen oder um Bewegung am Berg. Und so kann man halt echt gut zusammenarbeiten. Auch. Ist definitiv auch ein guter Punkt, weil ganz ein kleines Beispiel nur. Wir haben immer auch bei Events, bei Stadtfest oder so einen Kletterturm. Ja, nicht alle können sichern, aber du bist in 3 Minuten eingeschult, wie du jemanden einen Gurt anziehst. Und der dann sichert, braucht es nur mehr kontrollieren. Aber er braucht nicht die 5 Minuten, bis er da jeden eingestopft hat. Ja, also genau das, du hast einfach eine größere Gruppe, die vielleicht jetzt nicht laufen dann, aber genauso an der Labestation, vielleicht in der Organisation mitarbeiten. Und ja. Aber die Voraussetzung, du brauchst irgendjemand, der begeistert ist und der das macht. Aber apropos Laufen und am Berg, würdest du sagen, gibt es irgendwelche Basiskurse oder Basiskenntnisse, die einfach jeder, der von, wie gesagt, der Bruder Hauptallee einmal am Berg abbiegt, haben sollte, einfach nur damit er sinnvoll auf und vom Berg wieder runterkommt, ohne jedes Mal mit Aki akut zu werden? Ja, also ich glaube, so ein Basiskurs Wandern, weil da lernst du neben aufs Wetter schauen, und das ist halt auch in den Bergen wichtig, lernst du, wie lese ich Karten, wenn jetzt das GPS ausfällt, aber du lernst auch Schritttechnik. Wie gehe ich auf welchem Gelände? Ja, das weiß man einfach auch nicht, wenn man nur in der Stadt herumspaziert. Wie gehe ich auf Geröll, wie gehe ich auf steilen Wegen und wie gehe ich im Matsch oder wenn es Schneefeld ist. Ja, das sind alles Sachen, die man einmal üben muss einfach. Und so ein Kurs ist sicher eine gute Basis und man sieht ja dann selber, taugt dann das oder taugt dann das nicht. Also ich kann nur empfehlen, es muss jetzt nicht einmal ein Kurs sein, sondern wirklich Veranstaltungen, die geplant sind, einfach von irgendwelchen Tourenführern, da mitzugehen und schauen, was taugt dann, wo sind auch meine Grenzen und ja, sich je nach Lust und Laune dann zu verbessern. Und ich kann genauso anbieten, natürlich Lauftraining, wie tritt die auf, wie muss man Schuhe ausschauen, ja, und tritt er innen auf, außen und so weiter, ja. Wie sind die Schuhe auch in den Bergen? Ja, ist ja was anderes als auf der Straßenlauf oder im Gelände. Und das kann man, und da gibt es sicher genug Interessierte. Also ich würde das als Win-Win sehen, weil ihr natürlich da genauso viel Know-how mitbringt, wie man in den Bergen unterwegs ist, als der Alpenverein halt vielleicht ein bisschen in andere Richtung, andere Schwerpunkt, aber das Grund-Know-how ist ja ähnlich. Oder ich würde sogar sagen, wahrscheinlich das Gleiche. Ja. Wie ziehe ich mich an? Ja. Und diese Vereine, diese Kurse, weil du sagst jetzt, die gibt es ja, glaube ich, zum Teil auch schon. Die kosten entweder nichts oder wenig als Alpenvereinsmitglied. Und für alle, die jetzt dann nicht genau wissen, warum Alpenverein, es hat auch einfach, wenn du Alpenvereinsmitglied bist, dann bist du bei den meisten Veranstaltungen auch schon mal grundsätzlich versichert. Ich glaube, es reicht bei fast alle Veranstaltungen, dass du nicht irgendwie special abgesichert sein musst. Das hilft schon sehr. Das hilft sehr und das ist auch ein Hauptgrund, warum die Leute beitreten, weil einfach die Versicherung sowas von günstig ist, weil einfach die große Gruppe, die große Anzahl der Leute, 700.000 Mitglieder zahlen Versicherung und
dadurch hast du einfach einen günstigen Tarif, den du so nie kriegen könntest. Ja, das ist der Hauptgrund auch des Beitritts, muss man sagen. Ja. Aber du hast vorher schon erwähnt, siehst, und mit Versicherung hat das schon zu tun, siehst du auch, dass es durch diesen Boom am Läufern am Berg auch eine Häufung gibt der Selbstüberschätzung? Oder ist es einfach ja eh wie immer, was weiß ich, bei 100% Leute sind 3% Idioten dabei und 2% tun sie weh. Und wenn es halt mehr sind, sind es halt mehr. Also wenn die Grundmenge größer ist, sind halt auch mehr Leute, dass du irgendwo auf den Berg glauben musst, weil es doof war. Ja, aber was man schon, was man schon sehen ist, also vielleicht so ein bisschen zur Statistik. Es ist nämlich interessant, welche Verletzungen am Berg die häufigste ist. Und das sind Herz-Kreislauf-Probleme. Das ist nicht Absturz oder nicht irgendwo auf Knöchel gebrochen oder was. Die Leute. Was fällt unter Herz-Kreislauf? Sie gingen krank am Berg, sie gingen schnell, sie haben einfach keine Kondition. Herzinfarkt oder. Naja, was auch immer, ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind halt so auch die häufigste Todesursache in der Bevölkerung. Deswegen ist es jetzt nicht überraschend, nicht dass überraschend. Das am Berg halt speziell auftritt. Ja. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, wenn man jetzt sagt, so, oh ja, das ist ja, ich habe schon gedacht, dass die meisten einfach irgendwo runterfallen. Aber es ist schon verständlich, dass dass das dann halt in den Bergen dann auch gehäuft auftritt, wenn es da Schwächen gibt, sagen wir so. Also da einfach sich selber kennenlernen, glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte am Berg. Und kann auch Risiko nur dann einschätzen, wenn ich weiß, was das Risiko überhaupt ist. Ja? Ist es das Wetter? Ist es der Weg? Muss ich über einen Gletscher drüber? Das sind alles Sachen, die man in der Stadt nicht beachten muss. Da reicht es, wenn ich die Ampelfarben kenne. Und auch das ist nicht immer gesetzt. Leider. Na, deswegen gibt es ja das oben und unten. Oben rot, unten grün. Dass ich die Farben nicht erkennen muss. Das ist ja redundant, das System. Naja, wir haben ja, weil du gesagt hast, am Berg, wir haben ja im Trailsport ganz oft Pflichtausrüstung. Also wenn du völlig wurscht, ob du zum Vienna Trailrun gehst, ob du zum Lindkogel gehst, ob du je alpiner das es wird und je länger das es wird, desto mehr Pflichtausrüstung hast du. Also bei manchen Wettkämpfen hast du dann wirklich A4 Seiten an was du mitnehmen solltest. Und dann gibt's noch ein Cold Weather Kit und ein Hot Weather Kit und weiß der Geier. Manche sagen dann, ja, das ist zu viel oder zu wenig, weil ich weiß eh, was ich tue. Für die meisten ist das vielleicht sogar noch zu wenig, weil sie halt wirklich nur das Minimum mitnehmen. Und diese Pflichtausrüstungen sind zu, ich würde jetzt mal sagen, 98% echt sinnvoll. Das ist, du hast dann Bandagen mit, du hast Rettungsdecken mit, du hast nur was, du hast zum Essen, zum Trinken mit, du musst Regenjacken, Regenhosen, Kopfbedeckung, ein Handy und so weiter und tralala mit haben. Das ist alles super. Aber Menschen, die diese Wettkämpfe machen, trainieren natürlich auch. Und im Training ist einmal exakt nichts vorgeschrieben. Da kann ich Hose an, Schuhe an, Oberkörper frei, in die Walachei, überhaupt kein Problem, einfach einmal irgendwo auf einem Berg raufschürteln. Das ist aber nicht sinnvoll. Also, hast du irgendwie so 3 bis 5 Dinge, wo du sagst, Kinder, egal wie trainingshaft das ist, was ihr gerade tut, nehmt das einfach bitte immer mit, weil das kann echt schnell das Wetter oder sonst was umschlagen und das ist quasi Pflichtausrüstung, wenn du am Berg gehst. Wurscht, ob das ein Wettkampf ist.
Ja, also ich möchte es vielleicht zweiteilen. Das eine ist, weil du vorher angesprochen hast, Bandage und Ähnliches. Wir haben gemeinsam mit der Bergrettung so ein Erste-Hilfe-Paket ausgearbeitet, wo wirklich das drinnen ist, was du am Berg brauchst. Das gibt's. Wir machen einen Shop natürlich, gibt's auch im Alpenverein-Shop. Das ist wirklich speziell fürs Berggehen auch überlegt und genau mit der Bergrettung da gemeinsam gemacht worden. Und ja, ich würde sagen, Hausverstand einschalten. Ich brauche einen Regenschutz, ich brauche was Warmes mit. Das, ja, wenn man einmal in Schnee gekommen ist, bei einem sonnigen Tag, wo man mit 30 Grad weggegangen ist, dann weiß man das. Und das sollte man halt vorher den Leuten mitteilen auch, weil das muss nicht jeder diese Erfahrung machen. Ja, gutes Schuhwerk, glaube ich, ist auch Pflicht aus meiner Sicht, weil du stehst einfach in Schuhe, die für den Berg gemacht sind, anders als in Sandalen, die für den Strand gemacht sind. Well. Und es gibt genug Geschichten diesbezüglich und es ist ja immer unglaublich, mit was die Leute unterwegs sind. Aber mein erster 3000er, da waren wir 5 Tage unterwegs und dann sind wir am Gipfel drum die Leute mit Sandalen gekommen, weil von der anderen Seite die Seilbahn aufgegangen ist. Da denkst du, das ist ein Erlebnis. Vor vielen, vielen Jahren schon. Ja, aber also ein bisschen Hausverstand darf man schon mitnehmen und verwenden. Das, glaube ich, ist der wichtige Punkt. Und es ist so viel im Internet, man kann sich schlau machen und man sollte sich halt wirklich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man schon, ja, also für mich ist es auch immer, und es ist spannend, wenn ich mit anderen mitgehe. Ja, warum gehe ich nicht einmal mit einer Gruppe mit? Probier das aus. Taugt mir das überhaupt? Red mit den Leuten, die die Tour leiten und ja, und bin dann gewappnet, auch selber mal was zu unternehmen. Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit, dass Eigenverantwortung ja ein bisschen verloren geht, in Vergessenheit gerät. Und Eigenverantwortung heißt einfach auch, ich bin selber für das verantwortlich, was ich mache. Aber dazu muss ich aber wissen, was sind die Auswirkungen, ja. Einfach loszugehen und sagen, hurra, der Messner kommt das auch auf dem 8000er, komme ich auch ohne Sauerstoff, ja, wird vielleicht mein letzter Versuch gewesen sein. Ja, die Selbstüberschätzung von heute ist der Ötzi von morgen. nur, dass heutzutage keiner mehr eingefroren wird. Also man arbeitet ja so schnell aus heutzutage. Das ist ja das Problem. Verwesung statt Vereisung, richtig. Ablehnt. Genau. Ja, ich glaube, das ist was wo der Jordi und ich und auch Gott sei Dank alle anderen in unserer Laufgruppe Bubble so sozialisiert wurden von unserem Altlehrmeister der Bergziege, die irgendwie gefühlte 6500 Jahre alt ist, der einfach der einfach jeden irgendwie in diese Berg, was tue ich am Berg, eingeführt hat und gesagt, wisst ihr was, wenn am Schneeberg ein Hauberl oben ist, dann hat dort oben 4 Grad. Punkt. Wurscht, ob es unten 30 hat. Dann hat es da oben wenig Grad. Das heißt, wir brauchen diese und jene Ausrüstung, sonst gehen wir nicht auf. Wenn es am Berg geht, dann nehmt ihr erste Hilfeset mit. Wenn ihr das macht, dann macht es das. Geht die Tour am Anfang nicht allein, sondern nehmt ihr mit, der die Tour schon kennt. Etc. pp. Also dieses verlasst euch auf jemanden, der das kennt oder schon kann, ist, glaube ich, was nicht von Schwäche zeugt, sondern eher darauf hinweist, genau, dass man halt nicht einfach unüberlegt irgendwie doof ist. Jetzt kommt das ist halt der
der einfache Weg, was zu lernen. Und es ist halt in den Bergen, wenn man halt alles selber lernt, dann kann es halt oft dumm ausgehen einfach. Also da ist es halt einfach geschickt, von anderen zu lernen und von vielen Erfahrungen einfach zu profitieren und die zu seinen eigenen dann zu machen. Und das man muss halt auch nicht wirklich selber alles ausprobieren, ne? Wie du gesagt hast, Wolfgang. Man muss halt nicht frierend am Berg stehen, wenn am unten einer sagt, euch ist es vielleicht heute besser, nur eine Lage mehr mit einzupacken. Ne? Ja, oder auch wenn ich, und jetzt kommen wir wieder auf die Hütten zurück, gerade auf die Schutzhütten. Der Hüttenwirt dort ist das Internet von heute, würde ich sagen. Oder der weiß einfach, welche Tour jetzt geht oder welche nicht geht am nächsten Tag. Ja, aber meine App hat gesagt. Dann muss ich vielleicht umplanen. Ja, aber meine App hat gesagt. Genau. Google Street. Die App hat gesagt. Ja. Google Maps hat gesagt, da ist ein Weg. Genau. Aber ja. Was, na, eben. Was aber macht der Einheimische Sachen schon? Was passieren dann wirklich? Und ja. Und man muss schon jetzt auch aufpassen, welche Apps das man verwendet. Es gibt Apps, die machen Touren mit AI inzwischen, mit künstlicher Intelligenz. Und da sind oft Abschnitte dazwischen, die einfach nicht begehbar sind. Ja, weil plötzlich halt 300 Meter höher geht der Weg weiter. Das hat die App nicht gesehen oder die KI. Ja, und dann gehst 3 Stunden irgendwo hin und stehst an. Oder, ja, also das ist auch eine Gefahr, die auf uns zukommt mit der Digitalisierung. Ja, da muss man ja, wirklich Spider-Man schauen, ist man, hat das oder ein nicht. Mensch eingeben, den Dreck? Oder wer hat das gemacht? Ja. Ja. Wobei, an das habe ich tatsächlich Fälle noch nie gedacht. An das habe ich noch nie gedacht, dass quasi Tracks, AI-generierte Tracks im Umlauf sind. An das hätte ich jetzt noch überhaupt nicht gedacht. Aber es ist nicht, ja, haben wir schon solche Probleme gehabt. 300 Meter nach oben ist ja nicht das Thema. Andersrum. Ja, wenn ich ein Seil mit habe. Nee, aber andersrum ist es blöder. Wenn du an Wegen lang gehst und plötzlich ist der Weg einfach 300 Meter weiter unten. Ja. Den Füller machst du halt einmal, gell? Und dann ist halt eher essig. Ja, der schauen darfst schon auch, wo es gehst. Ja. Also, tun ja viele nicht. Also ich laufe ja lieber gegen eine Wand, weil ich nicht schaue, als dass ich ins Nix steige, weil ich nicht schaue. Ja. Aber da möge man mich gerne korrigieren, wer das andersrum sieht. Persönliche Vorliebe, würde ich sagen. Also. Ja, manches kann man einmal machen, manches kann man öfters machen. Richtig. Ja, genau. Viele Menschen sind schon ganz oft gegen Wände gelaufen und leben noch und andersrum eher nicht so. Ja. Ja, aber das ist vielleicht da ein Punkt, also die Appisierung des normalen Lebens. Das ist schon was. Also es ist schon sehr, sehr leicht geworden, einfach Touren zu planen. Aber es ist halt weiterhin schon ein bisschen schwierig herauszufinden, ob man da was Vernünftiges geplant hat auch oder nicht. Ja. Wobei halt, ja. Da hilft dann die Appisierung auch wieder, glaube ich, ihr bisschen. Weil wenn man Touren plant und man nimmt jetzt da, ich würde mal sagen, weit verbreitete Apps, wurscht, ob das jetzt Strava oder was auch immer ist, dass du sagst, Alpenverein wenn aktiv. Wenn die Autoaktiv, wenn es da irgendein Heatmap sagt, oh, hier sind schon viele Menschen gegangen, dann kannst du relativ sicher sein, dass dir auf dem Weg auch gehen kannst. Auch weil manchmal sagt die Karte oder der Weg, da ist kein Weg und die Bewegungsdaten von vielen Menschen sagen, doch, da ist ein Weg. Oder umgekehrt. Da sagt dann die Karten, doch, du kannst da durchgehen und du siehst aber bei allen, nein, die gehen von ganz woanders, weil offensichtlich kannst du dort nicht gehen, weil den Weg gibt es gar nicht mehr. Also ich glaube, da sind die Bewegungsdaten manchmal sogar sehr hilfreich. Auch wenn wir nochmal zurückkommen zum Wolfgang, datenschutzmäßig da vom dünnen Eis unterwegs sind.
Ja, das Problem kann man auch lösen. Also wirklich? Die Anonymisierung von Daten. Ja, anonymisiert. Ja, weil ich brauche nur die, ich brauche nicht die Person dahinter, ich brauche nur die Datenpunkte. Aber wir haben zum Beispiel auch eine App, eine Touren-App, und bei uns, die Leute, die Touren eingeben dürfen, die müssen eine spezielle Ausbildung machen diesbezüglich auch. Also da werden dann auch qualitätsvollere Touren eingegeben. Und am Anfang, wenn ich in die Berge gehen will, dann gehe ich halt der Tour nach. Ja. Und erfinde sie nicht neu. Da habe ich Fotos drinnen, wie es ausschaut an kritischen Stellen. Da habe ich Beschreibung drinnen. Und ja. Und aktuelle Wetterbedingungen tragen Leute dazu ein. Also das lebt ganz gut. Ja. Siehst du da die Digitalisierung auch als Chance, dass dann halt noch mehr, weil früher hast du halt irgendein Tourenbuch gehabt, irgendeine quasi eine schriftliche oder mündliche Überlieferung eigentlich nur von wo geht's nicht und so weiter und so fort. Siehst du da jetzt die Digitalisierung, dass einfach automatisiert Sachen erfasst werden, auch als positiv, dass Menschen eher dort bleiben, wo Sinn macht? Und sie nicht selber was ausdenken, weil es halt irgendwo in einem Buch von vor 25 Jahren gestanden ist? Oder ist es eher eine Gefahr, dass man sie überschätzt? Das ist wie mit jedem App, die ich nicht verstehe, ist die Gefahr da. Also ich muss mich auskennen mit dem Ding, aber ich sehe es grundsätzlich als sehr positiv, weil es hat mehrere positive Effekte. Erstens kann ich Touren nachgehen, ich habe schon Strecke, ich kann mich nicht wirklich vergehen, weil wenn ich 5 Meter im falschen Weg entlang gehe, sehe ich das sofort und muss nicht eine Stunde irgendwo, wo ich dann auf der Karten suche, wo ich bin, da muss ich Karten lesen können, gut. Und das andere ist auch, es sind oft temporäre entweder Schutzgebiete, weil dort irgendein Tier, ein Vogel nistet oder was in 2 Monaten. Da kann ich auch umgehen, das kann ich in der Karten live quasi bringen. Schutzgebiet, nicht betreten. Suche ich mir einen anderen Weg. Ja? Ja. Die Sucherlenkungsmaßnahmen sind möglich. Ja. Oder der Weg ist gesperrt, weil Bäume drüber liegen, Moore abgegangen ist. Hochwassermoore, ja. Ja, sofort drinnen und kann meine Tour am Vortag noch umplanen. Das sind schon Vorteile auch. Na, also wenn man es korrekt oder gut nutzt, das ist sicher ein Vorteil und kann uns da auch weiterbringen. Ja, und auch die Tourenplanung, auch die Tourenplanung hat sich schon massiv vereinfacht dadurch, weil selbst, also wenn ich ganz weit vorgehe, ich kann sagen, ich möchte dort weggehen, wie komme ich öffentlich hin? Ja, ja. Ich komme von zu Hause quasi über das öffentliche Verkehrsnetz bis zu meinem Ausgangspunkt, mache die Tour und weiß, wann der Bus wieder zurückfährt. Idealerweise, ja. Wenn ein Bus fährt. Unter der Woche, nicht am Wochenende. Bus fährt. Ja. Ich meine, wir drei, die im digitalen Alter angekommen sind, würden das ja so machen. Wenn man sich überlegt, wie die Bergziege die Touren plant mit der großen Karte und mit dem Zirkel und dem Kompass am Tisch liegend, das ist halt, ich glaube, das ist eher eine meditative Arbeit, aber heutzutage ist es natürlich cool, wenn du das einfach da zusammenklicken kannst. Und dann einmal die An- und Rückfahrt planen. Weißt du, ich glaube, es können einfach nicht mehr viele Leute so Touren planen mit der Karte. Das glaube ich auch. Aber gut, die Bergziege ist auch irgendwie 5600 Jahre alt. Also der hat ja schon die Karten für die alten Römer gezeichnet. Ich meine, genau, der hat die Karten quasi erfunden. Ja, und zwar alle, die richtigen und die falschen. aber das ist schon auch eine gewisse, ja, ich glaube, das macht es auch die Einstiegshürde für viele Menschen viel niedriger, dass sie überhaupt sich in die Berge wagen, weil sie sagen, ja, nein, ich kann mir jetzt mit den Mitteln, mit denen ich mir behelfen kann,
also irgendeine App oder sonst irgendwas, ich kann mir etwas zusammenzimmern, was ich früher so gesagt habe, oh, na, Karten lesen muss ich mal dort und dort kaufen und schauen und machen, also wo wirklich so ein bisschen die Furcht mit dabei war, mit traue ich mir das überhaupt zu, dass ich das machen kann. Also da ist glaube ich so diese Digitalisierungswelle schon ein großer Enabler, dass Menschen überhaupt wieder an den Berg kommen, wenn's nicht von dort kommen. Definitiv, ja. Aber ja, ich glaube einfach, es ist egal, was man macht, ob das Berg ist oder irgendwo anders. Wenn ich mich nicht auskenne in dem Gebiet, dann muss ich mir irgendwie ein Grund-Know-how aneignen. Und für den Berg ist es halt noch wichtiger, weil halt da andere Gefahren sind, die ich normal nicht habe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder auch wenn ich am Land unterwegs bin. Ja. Und das muss bewusst ins Bewusstsein gehen. Die Gefahren sind halt meistens auch letal. Das sind nicht nur so, oh, heute gibt's an einem Kaffeehaus kein Frappuccino mit Schokosplitter, sondern so, na, wenn's zwei Schritte weiter links gehst, bist eher tot. Und das sollte man sich dann halt vorher überlegen, ob das wichtig ist oder nicht. Bei manchen vielleicht nicht, bei den meisten vielleicht schon. Und da ist der Alpenverein und die ganzen Kurse und Grundausbildungen, die es halt so gibt oder diese Mitmachmöglichkeiten, die es gibt, glaube ich schon ein wichtiger Baustein, dass man sich halt gerade in Österreich, quasi in der Heimat auch ein bisschen zurechtfindet und sagt, okay, ich kann mich nicht nur zwischen 1. und 22. Bezirk sinnvoll und gefahrlos bewegen, sondern vielleicht halt auch irgendwann mal ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich denke, es senkt halt einfach die Einstiegshürde. Ja? Man muss es nicht alles selber erarbeiten, sondern man hat halt einfach einen Anschluss an Leute, die das schon länger machen, die das gern machen, die ihr Wissen auch gern transportieren. Und dann geht man mal mit und dann kann man sich ja aussuchen, was für ein selber am besten passt. Der Wolfgang hat es gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten in den unterschiedlichen Sektionen im Alpenverein. Also da kann man vieles ausprobieren und man trifft im Optimalfall einfach Leute, die das Gleiche gern machen und das ist immer eine hervorragende Basis für weitergehende Unternehmungen. Man lernt was und man hat einen Anschluss und das ist ja schon eine super Sache. Ja. Man bewegt sich draußen. Also und was mir schon auch auffällt, wenn man in den Bergen unterwegs ist, man trifft eigentlich nur Leute, mit denen man irgendwo gut kann. Ja, weil die haben offensichtlich die gleichen Interessen. Ja, die wollen Bewegung, wollen draußen sein, wollen Natur genießen. Und wenn du dann auf einer Hütte zusammensitzt am Abend, du plauderst mit den Leuten auch. Das ist auch nicht mehr so was Alltägliches, kommt mir vor. Ja, dass man mit fremden Leuten einfach sich gut unterhält. Und das ist auch ein anderer Aspekt noch, finde ich, warum man gerne in die Berge unterwegs ist. Es ist eine andere Art und eine andere Qualität der Interaktion, wie wenn man irgendwie zu dritt gemeinsam mit der U-Bahn in ein Lokal fährt, sind nur zu dritt unterhalten oder zu viert und wenn andere Menschen anwesend sind, ist davon am Handy. Okay. Genau. Und es ist zwar okay, dass da auch andere Leute sind, wenn es denn unbedingt sein muss, aber eigentlich, warum seid ihr da? Also das ist auf einer Berghütte schon anders. Das finde ich. Wobei, das ist was man in Österreich immer sagt, so ab 1000 Meter, oder? Das ist so die 1000 Meter Grenze. Dass man sagt, alles was über 1000 Meter ist, da unterhält man sich auch ganz anders. Ja, da ist man so, per Du automatisch. Genau. Ja, genau. ich bin tatsächlich für heute oder für jetzt gerade ein bisschen leer gefragt. Jordi, Wer hätte das gedacht? Ja, Überraschung. Aber hast du noch etwas, wo du fragst, sagst, das willst du unbedingt anbringen, außer geht's auf die Webseite und unterschreibst die Petition?
und in den Shownotes verlinken wir natürlich. Ja, und in den Shownotes verlinken wir auch das Erste-Hilfe-Paket, weil da sind durchaus sinnvolle Sachen drinnen vom Alpenverein-Shop. Das heißt, wenn ihr das in euren Trail-Rucksack einstopft, das ist jetzt nicht wahnsinnig groß, das ist halt ein kleines Erste-Hilfe-Packel. Es ist kein Plastikpackel für die Autoapotheke. Ich habe gesehen, ich war gerade auf der Shop-Seite so nebenbei und Grüße gehen raus an unsere Veranstalter. Im Alpenverein Shop kann man Israeli-Bandagen kaufen. Und der eine oder andere Teilnehmer von einem Ungetümlauf wird sich schon gefragt haben, wo kriege ich die nur her? Leute, kauft es im Alpenverein Shop. Das wird die Kooperation von morgen. Ja. Die Israeli-Bandage. Ja, wir haben sogar Erklärungsvideos auf YouTube dazu, wie man sie in verschiedenen Fällen anwendet. Perfekt. Und das wird schon eingebunden. Also, lieber Hartwig, da findest du Hilfe und Unterstützung. Leute, hier, das ist halt der Alpenverein. Da kommt halt zusammen, was zusammen gehört. Richtig. In diesem Sinne. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und es würde mich wirklich freuen, wenn es vielleicht in einer oder anderen Sektion dann auch eine Gruppe gibt mit Bergläufern. Das wäre großartig, weil ich glaube, man hat da einfach sehr viel mehr Überschneidung, als sie der ein oder andere überlegt. Und ganz ehrlich, es sind wahrscheinlich auch extrem viele Trail- und Bergläufer sowieso schon beim Alpenverein aus Versicherungs- oder Vergünstigungsgründen, dann könnt ihr genauso gut in euren lokalen Sektionen sagen, wisst ihr was, ich laufe sowieso viermal die Woche auf Berg XY, da nehme ich den einen oder anderen mit. Das würde wahrscheinlich beiden Fraktionen sehr, sehr helfen. Super Schlusssatz. Danke, das höre ich so selten. Deswegen sage ich da jetzt auch nichts mehr weiter, sondern sage vielen, vielen Dank, Wolfgang, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank für eure Arbeit im Alpenverein und in den Sektionen. Ja. Weil ohne euch hätten wir massive Probleme beim Laufen, nämlich wir würden wir würden keinen Unterschlupf finden, das wäre ziemlich trist. Danke an dieser Stelle und soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke euch.